Welches Handicap haben so gut wie alle Smartphones gemeinsam? Die eingebauten Kameras, denn die sind meist trotz 13 Megapixel eher bescheiden. Und damit herzlich willkommen bei Android TV hier aus Berlin. Sony hat von uns in diesem Jahr auf der internationalen Funkausstellung in Berlin den ersten Platz für die Innovation erhalten. Nein, nicht die Smartwatch 2, denn mit Android hatten im Grunde viele Hersteller zu bieten. Vielmehr haben uns die beiden Smartshots QX10 und das große Schwestermodell QX100 begeistert. Eine aufsteckbare WLAN-Kamera für unser Android-Smartphone, die aber komplett autark mit einem eigenen Objektiv und Bildsensor arbeitet. Also völlig anders als die Konzepte der anderen Hersteller, die im Grunde alle die vorhandenen Smartphone-Optiken nutzen. Und genau dieses gute Stück will ich euch heute einmal etwas ausführlicher in Funktion und Beschaffenheit vorstellen. Also nicht abschalten, nach einem kleinen Break geht es los. Schauen wir doch zuallererst einmal, was uns Sony denn so alles zu der Smartshots DSC QX10 mitgeliefert hat. Neben der originellen Verpackung, bei der ich im Übrigen intuitiv an CD-Rohlinge denken muss, befindet sich klar die eigentliche Objektkamera, einiges an Dokumenten, wo ich diese kleine, dicke Gebrauchsanleitung in allen Sprachen unserer und naheliegender Galaxien hinweisen möchte. Denn außer, dass sie auch logischerweise die Smartshot QX10 erklärt, befindet sich auch auf dem Deckblatt das Passwort, welches ihr für die Android-App Play Memories benötigt. Dazu aber später noch mehr. Hier haben wir die Smartphone-Halterung, die einfach via Bajonettverschluss an die QX10-Kamera befestigt wird. Wie genau die dann mit dem Smartphone funktioniert, zeige ich euch gleich. Vorher aber noch, was außerdem dabei ist, wie diese Halteschlaufe hier, die ich schon einmal entsprechend angebracht habe, und ein 630 bzw. Mindestleistung 600 mAh Akku, der laut Herstellerangaben für 110 Minuten Dauerbetrieb, Fotos oder 55 Minuten kontinuierlicher Filmaufnahme geeignet sein soll. Und klar, ein USB Class A auf Micro-USB Kabel, welches zum Aufladen und für den Datenaustausch gedacht ist. Ein Netzgerät hat Sony der QX10 nicht beigelegt, ist aber auch nicht zwingend notwendig, da man entweder den USB-Port oder das Standard 5-Volt-Netzgerät von Smartphones nutzen kann. Ja, und irgendwo müssen wir auch mal anfangen, ein wenig was für die Umwelt zu tun, oder? So, ich würde vorschlagen, wir bauen jetzt mal unsere Objektivkamera zusammen, indem ich hier den Akku reinstecke und gleich darunter kommt auch schon meine Micro-SD-Card, die im Übrigen zwingend notwendig ist, da die QX10 über keinen eigenen Speicherplatz verfügt. Gleich darunter haben wir eine DIN-Aufnahme für ein Stativ, was unter Umständen vielleicht ein wenig albern aussieht, aber der Zweck heiligt die Mittel, zumal die Kameraautomatik das Stativ auch erkennt. Hinter dieser Abdeckung befindet sich der zu unserem mitgelieferten USB-Kabel passende Micro-USB 2.0 High-Speed-Port. Wie schon gesagt, zum Aufladen des Akkus und Übertragen der Fotos und Videos. Und unter diesem kleinen Loch befindet sich der Reset-Button, um die Kamera halt einmal komplett zurück in den Werkszustand zu bringen. Darüber haben wir zum einen den Fotoauslöseknopf und den Zoom-Hebel, wobei hier das T für Tele steht und das W für Weitwinkel. Denn die QX10 hat einen 10-fachen optischen Zoom, den wir uns gleich noch einmal in Aktion anschauen wollen. Hierhinter befinden sich die beiden Mikrofone, die für die Stereo-Tonaufzeichnung bei den Videoaufnahmen benötigt werden, und genau dazwischen, wo wir das NFC-Logo sehen, befindet sich auch der klare NFC-Chip drunter, der im Grunde den Pairing-Vorgang via Wi-Fi Direct einleitet, aber auch hierzu gleich mehr bei unserem Testlauf. Hier der Power-Button und daneben eine LED, die in der Farbe grün anzeigt, dass die Kamera eingeschaltet ist. Bei gelb oder orange, je nachdem wie man es definieren möchte, wird der Akku geladen, und bei rot
zeigt die LED an, dass wir aktuell eine Videoaufzeichnung vornehmen oder die Speicherkarte fehlt. Viele werden sich wahrscheinlich wundern, warum ab und an, wie hier im Schriftzug oder auf der Verpackung, mit dem Namen CyberShot geworben wird, anstelle des häufiger verwendeten Namens SmartShot. Im Grunde rührt das daher, dass die Sensorik und Technik zum großen Teil von dem Erfolgsschlager der CyberShot-Kompaktkameras übernommen wurde und man so eine gewisse Assoziation herstellen will, dass man im Grunde eine CyberShot-Kamera in der Hand hält, aber eben ohne Display oder Sucher. Wobei ich das ein wenig differenzieren muss, die CyberShot-Kompaktkameras arbeiten fast alle mit einem Carl Zeiss-Objektiv. Dieses ist aber nur in dem großen Modell, dem QX100, verbaut. Hier haben wir ein sogenanntes G-Objektiv. Hier auf der rechten Seite haben wir eine kleine, ja, ich sag mal, Flüssigkeitskristallanzeige für den Batteriezustand und ich glaube zu wissen, dass diese auch anzeigt, wenn keine MicroSD-Karte sich in der QX10 befindet. LCD-Display wäre eventuell auch durchgegangen, oder? Egal. Weiter zur Vorderseite. Hier offenbaren uns einige Schriftzüge auf dem verschlossenen Objektiv, dass dieses zum einen ein 10-facher optischer Zoom ist, der mit einer Blende von 3,3, nämlich dem Weitwinkel, bis 5,9, also das Tele, arbeitet. Bei den nachfolgenden Zahlen muss ich ein wenig raten, denn 4,45 bis 44,5 lässt sich so nirgendwo in den technischen Daten wiederfinden, sodass meine Vermutung auf die Brennweite hin tendiert, die in Millimeter nämlich 10,4 bis 37,1 beträgt, laut den technischen Daten. Gut, schalte ich die Kamera nun ein, seht ihr, wie der Staubschutz sich öffnet und das Objektiv elektrisch ausfährt und freie Sicht auf den 7,76 mm großen Exmor R CMOS Sensor freigibt. So, und was haben wir noch vergessen? Richtig, die Smartphone-Halterung. Diese wird nun anhand dieser Markierung aufgesteckt und bis zu einem deutlich hörbaren Einrastgeräusch arretiert. Nun kann man diese beiden Laschen auseinanderklappen und da das Smartphone einfügen. Beide Laschen sind innen gummiert und so einen sichtbaren Halt zu gewährleisten. Die obere Lasche lässt sich für Smartphones bis einer maximalen Breite von, na, ich sag mal, 8 cm ausziehen. Will man die Halterung wieder von der Kamera entfernen, zieht man hier an dem Lösehebel, nenne ich ihn mal, in Richtung des Objektives und dreht die Halterung entgegengesetzt der Montage ab. Wie schon am Anfang erwähnt, braucht es zur Zusammenarbeit von der QX10 oder der QX100 mit einem Android-Smartphone oder Tablet die kostenlose App Play Memories. Wenn wir also nun zum ersten Mal unser NFC-taugliches Smartphone an den NFC-Chip hier der Kamera halten, werden wir in den Google Play Store umgeleitet, um die Software zu installieren. Übrigens muss man nicht einmal die Kamera einschalten, sobald ein NFC-taugliches Smartphone an den NFC-Chip der Kamera kommt. Diese schaltet sich einfach von alleine ein. Und während sich hier noch die App installiert, will ich bei der Gelegenheit gleich mal darauf hinweisen, dass die App Camera 360 aktuell in der neuesten Version 4.8 ebenfalls die SmartShot QX10 und QX100 unterstützt. So, jetzt kommt die Abfrage des Passwortes, welche wir eingangs schon mal erwähnt auf die Frontseite der Anleitung steht. So, auch eingegeben und die App ist nun installiert und öffnet sich in Zukunft automatisch, sobald wir das Smartphone an den NFC-Chip der Kamera halten. Schaltet sich dann automatisch WLAN an und baut wie von Geisterhand eine Wi-Fi Direct-Verbindung auf. Über diese Verbindung findet nun die komplette Kommunikation statt, wie beispielsweise die Übertragung des Live-Bildes hier auf dem Display, die Zoom-Funktionen, sehr schön, Auslösen von Videos und Fotos, also die Fotos machen oder Video starten,
Diese werden im Übrigen in der Originalgröße von maximal 18 Megapixel auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert. Auf dem Smartphone wird lediglich in einem neu angelegten Ordner eine Vorabversion des Fotos übertragen. Videos verbleiben komplett prinzipiell auf der Speicherkarte. Wenn man die Bilder und Videos auf das Handy kopieren, geht man über die Einstellungen hier und kann auch noch einmal die Größe der Kopie wählen. Selbstverständlich ist das Ganze auch ganz normal mit dem USB-Kabel möglich. Da hat man dann natürlich auch den direkten Zugriff auf das Speichermedium der Kamera, also der Speicherkarte, und kann, wenn man möchte, da auch Bilder und Videos löschen, kopieren, umbenennen, hinzufügen, was auch immer. So, kommen wir einmal zum Fazit. Die Kamera macht mit der intelligenten oder überlegenen Automatik Fotos, die man so gut wie mit keinem Smartphone hinbekommen wird. Die Idee, eine eigenständige Kamera ohne Sucher oder Display als Kombination zum Smartphone oder Tablet zu realisieren, ist schon ein echter Kracher, auf den sonst so erstmal keiner gekommen ist. Übrigens, wenn man will, kann man natürlich die QX10 auch ohne Smartphone nutzen. Alle nötigen Funktionen wie der Auslösebutton oder der Zoom-Button sind ja vorhanden. Man fotografiert halt nur blind. Und das ist im Grunde auch der einzige Nachteil, wenn man es denn so nennen möchte. Klar, das Verbinden geht super schnell. Aber bis das Kameramodul an das Smartphone optimal angeklippt ist, vergeht auch noch ein zusätzlicher Augenblick. Was im Klartext bedeutet, für schnelle Schnappschüsse ist die Smartshot nicht geeignet. Es sei denn, man fotografiert blind. Aber das hatten wir ja schon mal. Dennoch will man tolle Fotos unterwegs machen und hat sich erst einmal dazu entschlossen, es nicht bei dem einen Foto zu belassen. Dann ist die QX10 für gerade mal 199 Euro unschlagbar. Das Handy ist dabei und die Smartshot selber nimmt nun wirklich nicht viel Platz weg. Mit 18 Megapixeln und 10-fachen optischen, nicht digitalen, optischen Zoom und der Optical Steady Shot Funktion, die Verwacklung perfekt ausgleicht bei Video und Foto, hat man aus seinem Smartphone die perfekte Kamera gemacht. Und das Genialste, es funktioniert mit fast jedem Android-Smartphone oder Tablet. Ja, sogar mit iPhones. Ja gut, die NFC-Kopplung werden die jetzt nicht schaffen, aber den Rest denn dann wohl schon. Ja, und für alle die, denen die Bilder hiermit immer noch nicht gut genug geworden sind, für die hat Sony die knapp 450 Euro teure Smartshot QX100 mit satten 20,2 Megapixel und einem Carl Zeiss Objektiv. Mir allerdings reicht die QX10, die es in Schwarz und in Weiß gibt, mehr als aus und ist trotzdem der vorhandenen Canon Spiegelreflexkamera, die ich habe, zu meinem neuen Liebling und täglichen Begleiter geworden. Ach, bevor ich es vergesse, in unserem kleinen Testbeitrag auf unserem Blog, Link findet ihr wie immer hier unten oder für die mobilen Leute in der YouTube-Information auch als Link, haben wir mal Testbilder von der Canon Spiegelreflexkamera und der QX10 veröffentlicht. Also, dass ihr mal die beiden Fotos zueinander vergleichen kann, von einer Superkamera zu der Sony QX10. Ja, in diesem Sinne, wenn euch die QX10 nun nach diesem Video so gut gefallen hat wie auch mir, dann lest euch doch einfach mal den Testbeitrag von Stefan durch. Und ich sag erstmal bis zum nächsten Video, euer Matt von Android TV und tschüss.